Ja, Kosten. Genau, also ich war auch in Berlin, habe ich mir nicht nehmen lassen, weil seit 2020 bin ich jedes erste Augustwochenende immer in Berlin. Es waren natürlich ein paar weniger als am 1. August 2020 und 2021 und 2022, aber es waren trotzdem immer noch, naja, 5.000, 6.000 Leute. Es war eine sehr schöne Veranstaltung, das stimmt, kann ich bestätigen. Ken Jebsen war da gewesen, hat eine sehr, sehr gute Rede gehalten, die empfehle ich jedem, sich im Nachhinein anzuhören. Und da ging es natürlich, es ging darum, wofür wir hier auf der Straße stehen, für den Frieden. Und vor allen Dingen hat er die Bundesregierung natürlich angegriffen, dass sie eben vor allem die Grünen ihre Wahlversprechen nicht gehalten haben. Sie haben eben versprochen, keine Waffen in Kriegsgebiete. Und jetzt schauen sie tatenlos zu, wie Streumunition durch die Vereinigten Staaten in die Ukraine geliefert wurden. Und Herr Zelensky hat versprochen, einige von Ihnen werden das gelesen haben, hat versprochen, das nicht gegen die Zivilbevölkerung einzusetzen. Und ich habe heute früh ein Video gesehen, einige von Ihnen kennen die junge Dame, ich weiß jetzt nicht den Namen, die wohnt in Donetsk. Und was haben die Ukrainer gemacht? Die haben die Akademie der Künste, also die Kunstakademie in Donetsk mit Streumunition bombardiert. Und natürlich, das ist ja das Fatale an der Streumunition, bleiben genügend Blindgänger liegen. Das heißt, die verseuchen gerade, die Ukrainer verseuchen gerade quasi die ukrainischen Innenstädte, damit kein Mensch mehr dort sicher sein kann. Das ist aus meiner Sicht ein Kriegsverbrechen. Und das muss man so sagen. Man wirft ja immer Herrn Putin vor, dass er irgendwelche Kriegsverbrechen begeht. Wohl wissend, dass die Amerikaner im Irak, in Afghanistan, in Libyen und so weiter und so fort überhaupt sich nicht um die Zivilbevölkerung geschert haben. Die haben dort Millionen Tote verursacht, auch in Korea, auch in Vietnam. Die haben dort chemische Waffen eingesetzt, die haben dort biologische Waffen eingesetzt und so weiter und so fort. Und wenn Herr Putin ein Kriegsverbrecher sein sollte, dann ist es Herr Zelensky auf jeden Fall. Und er müsste genauso einen Haftbefehl vom Kriegsverbrechertribunal ausgesprochen bekommen. Und es war eine gute Stimmung in Berlin und die einhellige Meinung war natürlich auch gewesen, dass wir nicht nur auf die Straße gehen. Und ich bin froh, dass trotz dieses Regengusses hier trotzdem so viele Menschen trotzdem hier auf der Straße waren. Bautzen, immer wenn ich gesagt habe, ich komme aus Bautzen, dann haben die Augen geleuchtet, die haben gesagt, ja, ihr seid sozusagen Bacon der Hoffnung, Speck der Hoffnung, nein, natürlich nicht, sondern das Leuchtfeuer der Hoffnung, also Beacon of Hope. Und wir waren uns einig darüber, dass es eben nicht nur darum geht, und vor allen Dingen die Mediziner werden mir da recht geben, es geht nicht nur darum, um unser eigenes Leben, um unsere eigene Freiheit, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass wir eine Verpflichtung sehen, eine Verantwortung sehen, für unsere Kinder, für unsere Enkel auf die Straße zu gehen, weil die Entwicklung eben hingeht in diktatorische Verhältnisse. Und ich sehe viele ältere Herrschaften hier. Wir sind im Sozialismus aufgewachsen. Wir wissen, was Sozialismus heißt. Wir wissen, was Sozialismus heißt. Und das wollen wir nie wieder haben. Wir wollen keine Freiheitseinschränkungen. Wir wollen keine Meinungsfreiheitseinschränkungen. Und ich war ja, einige von Ihnen wissen es, ich war eine Woche in Bayern. Und dort kommen die Leute langsam dahinter, was denen blüht. Und ich sage denen das auch immer. Ich sage immer, ich habe Sozialismus erlebt. Ich war bei der Wende 26. Ich habe das also wirklich aktiv miterlebt. Nicht nur als Kind 10 oder 12 Jahre, sondern mit 26, da merkt man wirklich, was Phase ist, was wirklich passiert. Und ich habe gesagt, das wollt ihr nicht. Das wollt ihr mit keiner Phase eures Körpers. Und ihr müsst euch mit aller Macht dagegen wehren. Und glücklicherweise wachen in den Altbundesländern auch Leute auf und es gehen auch dort Leute auf die Straße. Ich habe gerade jemanden kennengelernt, eigentlich Urbautzner, aber wohnen jetzt in Hessen und die gehen auch auf die Straße. Die sind allerdings nur 20 und trotzdem nur mit diesen 20 Leuten halt zeigen die Gesicht. Und dort sind natürlich die Anfeindungen ganz anders als hier in Bautzen. Also hier in Bautzen hat man sich daran gewöhnt, dass es die, kann ich mal sagen, die neue Hauptstadt des Widerstandes in Deutschland ist. Aber dort, die müssen natürlich ganz andere, genau, da kann man ruhig mal Weiber klatschen. Aber wenn man bloß 20 oder 30 oder 40 oder 50 Leute ist und jeden Montag auf die Straße geht,
und Beschimpfungen da wahrscheinlich über sich ergehen lassen muss, dann ist das natürlich aller Ehren wert. Und deswegen vielen Dank, dass ihr da seid und vielen Dank, dass ihr auch in den Altbundesländern Gesicht zeigt, dass ihr dort sozusagen die Fahne des Widerstandes hochhaltet. Macht bitte weiter, wenn die Gesellschaftsveränderungen noch schlimmer werden, dann werdet ihr auch mehr werden. Ich gehe davon aus, dass, was Veit gesagt hat, im Herbst werden wir auch wieder vierstellig werden. Und ich rufe natürlich alle, so wie du auch, alle, die von diesen Maßnahmen betroffen sind, von den zukünftigen Maßnahmen, Heizungsgesetz, Gebäudeenergiegesetz, hohe Strompreise und so weiter und so fort, von Firmenpleiten bedroht sind, kommt ihr auf die Straße, geht mit uns für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung auf die Straße. Und Freiheit heißt, dass man sich selbst unternehmerische Freiheit leisten kann. Und Selbstbestimmung heißt, ich kann so leben, wie ich will. Ich entscheide mich, selbstständig zu sein. Und wenn der Staat alles dafür tut, dass ich das nicht mehr machen kann, dann muss man dem Staat die rote Karte zeigen. Und das kann man am besten hier auch zumindest am Montag auf der Straße machen. Wir sehen uns nächste Woche. Vielen Dank. Ah ja, warte. Carsten. Also für unsere Gäste, die es nicht wissen, ich weiß gar nicht, wie lange machen wir das jetzt schon? Seit Anfang des Jahres? Glaube ich, ne? Steht es hier? 18.01. Seit dem 18.01. Werden in der Oberlausitz Unterschriftenlisten eingesammelt oder hingelegt und unterschrieben. Keine Waffenkriegsgebiete. Wir wissen, was passiert ist, aber der Clou ist, Carsten nimmt diese Listen immer wieder mit in den Bundestag und übergibt die dann unseren allseits geliebten und sehr vergesslichen Kanzler Scholz persönlich, der das dann mit seinem schlumpfigen Grinsen meistens an sich nimmt und in seine Aktentasche steckt. Uns geht es einfach darum, Petitionen und sowas, wissen wir, ist alles anonym, dass er immer wieder konfrontiert wird mit Unterschriften von echten Menschen. Dass er einfach immer wieder das, was er mit verbricht, ist für mich ein Verbrechen, was er macht, einfach damit wieder konfrontiert wird, immer wieder, dass die Menschen das einfach nicht wollen. Danke, Carsten, dass du es tust. Ja, der guckt mich dann auch immer wieder eigentlich freundlich lächelnd an, weil er wahrscheinlich vergessen hat, warum ich ihn anspreche. Und deswegen muss ich ihn auch jedes Mal wieder daran erinnern, dass es eben Menschen gibt, die sich, die für Frieden auf die Straße gehen und die sich gegen diese Waffenlieferungen aussprechen. Schön, dass ihr das macht und ich übergebe dir natürlich gerne. Gut, danke.